Angeln. Seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ja, Battlefront 2, die Story. Und ihr wisst ja, wir waren letztens anscheinend mit Luke, wir sind mit Luke unterwegs, anscheinend, wie ich es gesehen habe. Alter, wie cool. Ja, wir sind mit R2, ja. Schon okay, R2. Du bleibst hier, okay? Alter, wie cool der Planet. Oder fliegen die so? Nice. Ihr habt auf jeden Fall Chance gegen den Lichtschwert. Wollte ich mal so sagen. Nein, eigentlich nicht. Hat überhaupt was? Er sagt, er kann nicht schießen. Ja, auch schön, dass es, dass manche Wesen realistisch sehen und sagen, dass man das nicht schaffen können, weil. Das sieht aus, als würde das Imperium auch etwas. Was ist das Imperium hier? Ah, dann fliegen denn. Und da also. Kommt die Verstärkung. Alter, warum? Blockt der nicht? Bam. Bumm! Cool! Alter! Bam, Junge! Was hat der denn da? Oh, ist irgendwie so nicht hier. Wir kassieren ganz schön. Alter! Grüß dich! Müssen wir hier kurz weg. Kassieren kann, ja, wir kassieren ganz schön, Alter. Ich wollte es nicht mal meinen. Also, wir kommen ganz gut durch, aber wir kassieren auch ganz schön von so vielen Seiten, geballert zu werden. Ich bin Luke und kein Terminator. Bam, Junge! Wollte ich das nicht. So wollte ich das nicht. Was macht er bitte? Oh, man sieht ja gar nichts. In der Höhle. Da unten ist etwas. Etwas Unnatürliches. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Lasst euch nicht berühren! Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Oh.
Geh doch mal weg. Was ist das? Hallo? Hallo? Hallo, kann mich jemand hören? Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Ich klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Okay, wir haben verbunden. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Ich glaube, das ist auch ein von der Ver- Na, ein Glück. Imperium. Es ist immer mehr als Glück. Klar. Ja. Die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihnen nicht schwer? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Noch mehr Käfer! Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Ja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Bin der vorbei? Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Der Bernstein. Er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind Sie also hier. Keine Sorge, ich will es zerstören. Der ist der Übeltäter, der den Todesstern sicher zerstört hat. Imperator tot. Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Ganz schön Mister. Es steckt in dem Bernstein. Ich lege das Terminal frei. Das ist schon. So etwa? Besser. Naja. Er war sicher, der das, den Imperator getötet. Jetzt ist die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Bam, Alter. Noch mehr von denen! Ja.
Alter. Ups. Bam. Oh, diese Käfer zu töten ist so komisch, ey. Alter, das ist so cool. Zack, 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 Alter. Soll ich mal schnetze das, Junge? Und bumm. Sams. Mal alle töten oder was? Gut, sag ich schon. Viecher. Ne, das sind abgefuckte Nerven. Oh. Ich brauch Hilfe mit den Käfern! Ach ja. Da sagt ja auch keiner was, ne? Also, warum soll ich mir denn helfen? Mann, ist was krank da. Und boom. Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Oh, der steckt ganz schön ein hier. In den scheiß Käfer. Die Käfer mögen es nicht. Das können wir. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Mit der Macht. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt?
Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Springen Sie nach Vardos. Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. So, Leute, wie auf Vardos weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und diesmal war es eine ziemlich lange Sequenz, wo ich nicht geredet habe, weil in die Sequenz möchte ich nicht so reinreden, weil ihr sollt schon was verstehen, was die sagen. Deswegen sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir Vardos erkunden werden. Bis dahin, mach's gut, ciao.